von Pierre Steinbrück und Patrick Döring in der gleichen Funktion, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Generalsekretär der FDP. Morgen. Herr Pronald, Sie sind aber auch noch der Landeschef der SPD in Bayern. Und dann kommen Sie auch noch aus Deggendorf. Wir haben gerade auch alle die Bilder gesehen. Die Menschen werden dort teilweise von den Dächern evakuiert. Katastrophale Zustände. Was hören Sie aus der Heimat? Und sind Sie selbst betroffen mit Freunden oder Verwandten? Natürlich. Ich kenne ja viele Menschen, die in jetzt Fischerdorf, Natternberg wohnen. Die Dämme drohen zu brechen, was Künzing angeht und, und. Also es ist unvorstellbar. Wenn man sieht, das Autobahnkreuz da unter Wasser, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da fährt man quasi jeden Tag drüber und dann so eine Situation. Und ich möchte aber an der Stelle einfach nochmal allen Danke sagen, die dort wirklich unermüdlich im Einsatz sind und helfen. Momentan schaut es aus, als wäre Land unter und es wird da nichts mehr gehen. Aber auch die Hilfe, die jetzt geleistet wird, ist unheimlich wichtig. Und ich hoffe, dass die Dämme jetzt halten und dass nicht noch mehr Menschen betroffen sind von dieser Katastrophe. Ja, nach Niedersachsen, wo Sie herkommen, kommt das Wasser ja erst noch, aber es sind wirklich schreckliche Bilder, die man da sieht. Ganze Existenzen werden vernichtet. Die Menschen brauchen jetzt im Nachgang nicht nur die Solidarität, sondern vor allen Dingen natürlich Geld. Die Bundeskanzlerin stellt jetzt 100 Millionen bereit, hat sie gesagt. Da ist erstens die Frage, wie wird das aufgeteilt und zweitens ist uns natürlich allen klar, es wird nicht reichen. Nein, zunächst mal ist ja Soforthilfe ganz entscheidend, um die unmittelbar entstandenen Schäden wegzuräumen. Wenn das Wasser weg ist, wissen alle, was noch auf sie zukommt. Wir haben gestern im Verkehrsausschuss natürlich die Lage an den Bundesstraßen, Bundesautobahnen, Bundesschienenwegen diskutiert. Das wird nochmal ganz andere Beträge erfordern, das auch wieder zu ertüchtigen. Und gerade die A8 als Beispiel ist ein so wichtiger Verkehrsweg, den können wir jetzt ja auch nicht, wenn das Wasser weg ist, ein paar Monate baustellenbedingt nicht ertüchtigen. Das wäre fatal für die Situation vor Ort. Also neben der Soforthilfe 100 Millionen werden wir über die KfW, insbesondere den betroffenen Mittelständlern, Handwerkern, Kleinbetrieben helfen müssen. Da geht es ja auch darum, dass bestimmte Rechtsfolgen nicht eintreten. Wenn jetzt der gesamte Lagerbestand durch die Hochwassersituation vernichtet ist, müsste mancher eigentlich nach Recht und Gesetz Insolvenz anmelden. Diese rechtlichen Vorschriften müssen wir für diese betroffenen Gebiete natürlich außer Kraft setzen, weil wir sonst die Lage noch verschärfen, anstatt den betroffenen Mittelständlern zu helfen. Da hat Philipp Rösler gestern ein 10-Punkte-Programm auf den Weg gebracht, gemeinsam mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft. Und dazu müssen wir mit dem Bundesfinanzminister im Haushaltsausschuss jetzt diskutieren, wie wir die Infrastrukturverantwortung des Bundes noch unterlegen und wie die KfW mit schnellen Liquiditätshilfen dann helfen kann. Zinslose Darlehen allein werden nicht reichen. Mancher zahlt noch von den Darlehen ab, die 2002 fällig wurden beim letzten Hochwasser. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer hat angekündigt, es soll mehr Geld geben für Hochwasserschutz. Ist da zu wenig getan worden, gerade in Bayern? Warum ist Deggendorf so wahnsinnig überschwemmt? Also man muss bei so einer Jahrhundertkatastrophe aufpassen, dass man nicht billige Polemik dort macht und so tut, als hätte man so etwas im Kern verhindern können. Allerdings gibt es auf der Strecke unterhalb Deggendorfs Richtung Passau eine lange Debatte um den Donauausbau. Und da hat die CSU über Jahre erzählt, es kann keinen Hochwasserschutz geben, solange nicht die Donau ausgebaut wird. Und erst vor einem halben Jahr hat sie es revidiert und die beiden Dinge auseinandergezogen. Und deswegen ist da eine Zeit lang nichts passiert. Und das ist schon etwas, was die Menschen jetzt mit Recht ärgert. Aber die entscheidende Frage wird nach so einem Hochwasser sein, wie 2002, wie ist die Infrastruktur beieinander, was muss man tun, dass den Menschen wirklich geholfen werden kann. Und bei der Infrastruktur wird es nicht lange, es aus dem Haushalt zu finanzieren, sondern ich befürchte, wir brauchen ein Sonderprogramm wie 2002. Und da waren das deutlich mehr als 5 Milliarden, die extra in die Hand genommen werden mussten, um diese ganzen Schäden zu beheben, um Autobahnen wieder befahrbar zu machen, dafür Sorge zu tragen, dass die Züge sicher fahren können, Brücken sind betroffen. Also da ist eine ganze Menge zu tun, das muss man schnell feststellen. Und dann braucht es ein Programm wie 2002, dass wirklich in der Region Hilfe auch ankommt. Ja, das leuchtet ein, aber zum Beispiel in der EU wird jetzt diskutiert, der zuständige Haushaltskommissar Lewandowski sagt, die Kassen sind leer, die dafür eigentlich geplant waren. Da gibt es Streit unter den Mitgliedstaaten, da ist nichts drin. Also es ist schon bemerkenswert, wie schnell diejenigen, die besonders weit weg sind, mit politischen Meinungen zur Hand sind. Ich stelle mal fest, dass wir für viele Bereiche in Europa gemeinsame Fonds aufgelegt haben, aus gutem Grund. Und wenn ich mir überlege, welche Schäden auch in der Landwirtschaft zum Beispiel in den betroffenen Regionen zu verzeichnen sind, in Norddeutschland noch kommen werden, wenn das Wasser dort ankommt, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, schon jetzt festzustellen, dass da die deutschen Landwirte zum Beispiel keinen Zugriff drauf hätten. Also wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen als Parlamentarier, auch als Koalition im eigenen Haushalt, aber auch in den Programmen der EU. Ich will zu den Hochwassermaßnahmen ein Beispiel nennen. Ich finde besonders tragisch, dass in manchen Städten in Sachsen
Grimma ist ein Beispiel. Eigentlich alles hätte fertig sein können, wenn nicht ein einzelner Naturschutzverband in dem Fall seit 2002 gegen die Hochwasserschutzmaßnahme kämpfen würde. Ich bin sehr für Bürgerbeteiligung, glauben wir alle. Aber gerade bei Hochwasserschutzmaßnahmen müssen wir auch die Verfahren jetzt noch mal so anschauen, dass man nicht in die Lage kommt, dass man 10 Jahre später den Bürgern erklären muss, wegen der tollen Bürgerbeteiligung konnten wir leider die Hochwasserschutzmaßnahme nicht umsetzen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wenn man aus Norddeutschland kommt, so wie ich, von der Küste, dann weiß man, dass das immer Konflikte sind. Aber lieber Hochwasserschutz als eine weitere Katastrophe alle 10 Jahre. Wobei auch diese Maßnahmen viel Geld kosten. Und wir diskutieren ja gleich über die Situation der Kommunen. War eigentlich anders gedacht, aber ich habe es ja eben gesagt, eigentlich sah es ganz erfreulich aus nach Jahren mal wieder. Das wird jetzt ganz anders der Fall sein. Katja Kipping, die Chefin der Linken, sagt, die Kommunen sind völlig überfordert jetzt auch mit dem, was auf sie zukommt. Lass uns die Schuldenbremse aussetzen. Also wir brauchen auf alle Fälle ein Programm, wie man Infrastruktur jetzt nicht aus dem Haushalt, sondern zusätzlich muss man da Geld in die Hand nehmen und das muss man finanzieren. Ich halte überhaupt nichts davon, die Schulden zu erhöhen, sondern man muss Geld dafür bereitstellen und das kann man auch. Man kann auf das eine oder andere Steuergeschenk verzichten. Die Kanzlerin hat jetzt gerade 40 Milliarden versprochen, die sie ja irgendwo herhaben wird. Vielleicht verspricht sie ein bisschen weniger und hilft den Menschen vor Ort, die es jetzt dringend brauchen. Gut, die versprochene Milliarden ist die eine Frage. Die andere ist, wie kann man jetzt konkret helfen, weil Sie gerade die Hochschutzmaßnahmen angesprochen haben, Hochwassermaßnahmen. Im Koalitionsvertrag hat diese Regierung ja festgelegt, dass man vor allen Dingen den Ausbau der Auen wieder fördern will, eben genau das Gegenteil von befestigten Flüssen machen will. Das hat jetzt der Herr Altmaier auch noch mal gesagt. Ist da in der Vergangenheit einiges versäumt worden? Nein, wir haben dort, wo die Planfeststellungsverfahren da sind, die Maßnahmen eingeleitet. Wenn man nicht mal die Elbe nehmen darf, in dem Abschnitt, der jetzt noch nicht betroffen ist, nämlich zwischen Magdeburg und Lauenburg, da passiert das. Da wird ja auch genau wegen des Hochwassers zusätzliche Fläche geschaffen. Das ist auf gutem Weg. Alles, was im BMU vereinbart ist, ist auf gutem Weg. Wir haben bei den Bundeswasserstraßen traditionell eine besondere Herausforderung, weil Wasserbau besonders teuer ist und die Elbe eben gerade auf dem Abschnitt nur bedingt schiffbar ist. Also da würde ich mir jetzt nicht so viele Sorgen machen. Entscheidend ist die Schäden, die wir an den Bundesstraßen und Bundesschienenwegen haben. Denn die sind nachhaltig und müssen sehr, sehr schnell ertüchtigt werden. Denn das sind Massenbeförderungswege, wo die Menschen nicht zu lange eingeschränkt sein müssen. Ich teile absolut die Einschätzung, dass wir ähnlich wie 2002 über ein Sondergesetz und einen Sonderfonds diese Schäden beseitigen müssen. Nochmal konkret vielleicht am Schluss nach Deggendorf geguckt. Nun kommen Sie daher, Sie sind da verantwortlicher Politiker. Jetzt muss erstmal das Wasser abfließen. Wie kann man verhindern, dass in Zukunft so eine Katastrophe dort wieder vorkommt? Ich glaube, es braucht mehrere Dinge. Das eine ist, man muss die Hochwasserschutzkonzeption noch mal grundsätzlich überdenken und man muss zur Kenntnis nehmen, dass Jahrhunderthochwasser sich nicht noch mal 100 Jahre Zeit lassen, bis sie wiederkommen. Und das ist aber auch gar nicht so einfach. Wir haben ja besiedelte Räume dort. Sie können nicht auf einmal ganz neue Flächen freigeben für die Überflutung, weil da wohnen Menschen. Also insofern muss man da sehr genau noch mal hinschauen, was kann man tun, um zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen. Man muss die Dämme wahrscheinlich höher bauen. Man muss dort, wo es unterlassen worden ist die letzten Jahre, gerade unterhalb Deggendorfs, bis Osterhofen, wirklich jetzt anfangen mit dem Hochwasserschutz, weil zu befürchten ist, dass es in wenigen Jahren so etwas wieder eintreten kann. Wir haben es ja gesehen, 4 Tage Regen und es ist landunter. Damit hätte ich nicht gerechnet und ich glaube viele andere auch nicht. Und man muss sich auf das einstellen, dass es offensichtlich doch einen Klimawandel gibt, der dazu führt, dass immer stärker solche Naturkatastrophen auftreten können. Kommen wir zum Thema Wohnungswirtschaft, Herr Döring. Es müssen jetzt nicht nur durch das Hochwasser Wohnungen wieder neu ausgebaut werden, sondern es müssen grundsätzlich neue Wohnungen dazukommen. Bis zum Jahr 2017 sollen 400.000 Wohnungen in Deutschland fehlen, hat der Mieterbund gesagt. Und das Hauptproblem, was wir ja auch immer wieder sehen, ist vor allen Dingen in Ballungsräumen, diese teuren Mieten, auch gerade bei Neuvermietung. Und da ist jetzt die Bundeskanzlerin umgeschwenkt, hat gesagt, die SPD hat recht. Wir wollen eine Mietpreisbindung. Erstens ist das schon so ein bisschen die große Koalition. Und zweitens, Sie sind ja dagegen. Aber wie wollen Sie denn das Problem entzerren in Ballungsräumen? Also zunächst einmal haben wir ja für die Erstvermietung von Neubauwohnungen ganz genau das gemacht. Wir haben die Kappungsgrenze gesenkt. Die Kommunen können in angespannten Wohnungsmärkten dafür sorgen, dass die Miete von Neubauwohnungen nicht höher ist als 15% der Vergleichsmiete. Und da sage ich, das war die richtige Entscheidung zum Mietrechtsänderungsgesetz zum 1.5. diesen Jahres. Aber Gesetze
Politische Diskussionen bauen keine Wohnungen, sondern Investitionen und Investoren bauen neue Wohnungen. Und wir brauchen jetzt Ruhe im Markt, denn wir haben einen Wohnungsmarkt, der ganz unterschiedlich ist. In München-Schwabing ist die Lage eine völlig andere als in Lüneburg. Und deshalb sollten wir nicht als Bundespolitik mit den falschen Debatten die Investoren verschrecken und Mietpreisbindungen, Eingriffe in den Markt führen zuallererst dazu, dass die Menschen wahrscheinlich bis zur Bundestagswahl ihr Geld zusammenhalten und nicht investieren. Von fast 20 Millionen Gebäuden in Deutschland, Wohngebäuden in Deutschland, die wir haben, gehören 17 Millionen Privatpersonen. Und die sind entscheidend, um Wohnungen zu schaffen. Und deshalb keine Debatte über Vermögenssteuern, keine Debatte über Vermögensabgaben und keine Debatte über Mietpreisbindungen, weil das alles dazu führt, dass wenig Wohnungen gebaut werden. Und das ist für diejenigen, die Wohnungen suchen, das Schlimmste. Nun ist die Kanzlerin begeistert über Mietpreisbindungen bei Neuvermietungen. Das müsste Ihnen gut gefallen. Christian Uhde, aber der Spitzenkandidat der SPD in Bayern, ist überhaupt nicht begeistert davon. Denn er sagt, das ist keine Lösung des Problems. In München ist mit sozialem Wohnungsbau, staatlichem Wohnungsbau maximal ein Viertel zu erreichen. Wir brauchen private Investoren. Und er nimmt das gleiche Argument, wir verschrecken die Investoren, wenn wir eine Mietpreisbindung machen. Deswegen muss man genau unterscheiden, was man fordert. Die Kanzlerin hat nicht genau bei der SPD nachgeschaut. Es geht nämlich nicht darum, wenn neuer Wohnungsbestand gebaut wird, dass man dort die Mieten vorgibt. Es geht um die Fälle, wo einer auszieht und dann kommt ein Nachmieter und auf einmal zahlt er 40% mehr. Das haben wir in Berlin laufend. Und das wollen wir unterbinden mit der Mietpreisbremse. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Darum geht es nicht um die Frage der Investitionen. Wir brauchen Neubau, gerade in den Metropolregionen. Da werden wir alles dafür tun, dass das auch funktioniert. Olaf Scholz zum Beispiel in Hamburg macht das vor, wie das in einem Bündnis für Wohnen funktionieren kann und wie man dort auch bezahlbaren Wohnraum hinkriegt. Meine große Sorge ist, dass Menschen, die für uns alle arbeiten, Krankenschwestern, Polizeibeamte, 30, 40 Kilometer zukünftig fahren müssen, dass sie an den Rand gedrängt werden. Ich will, dass sie in ihrer angestammten Wohnung leben können. Und deswegen muss eine Mietpreisbremse her, damit hier Exzessen auf den Märkten Einhalt geboten wird. Könnte man lange darüber diskutieren. Frage, wie kommen wir zu mehr Wohnungen? Also zum Beispiel Eigenheimzulage wieder einführen oder was schlagen Sie vor? Zwei Dinge. Wiedereinführung der degressiven Abschreibungsmöglichkeiten für Wohnungsbauinvestitionen. Die Möglichkeit, die energetischen Sanierungsaufwendungen steuerlich abzusetzen. Das wollten wir. Das hat der Bundesrat blockiert. Im Übrigen wäre es klug, wenn wir dieses Programm jetzt erweitern würden, auch für die Sanierung von den Hochwasser betroffenen Wohnungen, hier die steuerliche Absetzbarkeit zu verbessern. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Länder die 580 Millionen Euro, die sie aus dem Bundeshaushalt bekommen, für sozialen Wohnungsbau, auch für sozialen Wohnungsbau einsetzen. Das Geld, das die Stadt Berlin derzeit aus dem Bundeshaushalt aus diesem Programm bekommt, wird für alles Mögliche eingesetzt, aber nicht für Wohnungsneubau. Also wir müssen als Bund auch dafür sorgen, dass die Länder die Mittel, die wir geben, mehr als eine halbe Milliarde Euro pro Jahr, dafür einsetzen, wofür sie gedacht sind, nämlich Wohnungsneubau. Dann wird es schon funktionieren. Ich will nur einen Punkt sagen zu dem Vorschlag von Herrn Pronold. Wenn man jetzt in die Bestände hineingeht, dann wird das vor allen Dingen dazu führen, dass die Qualität der Wohnungen sinkt. Denn es ist doch nicht so, dass jemand auszieht und es zieht jemand ein, ohne dass sich was verändert. Die meisten Vermieter nehmen Geld in die Hand und machen das Bad neu, machen die Bodenbelege neu und schicken da den Maler. Jetzt kommen Sie aber wieder zu den. Muss man auch eine Mieterhöhung. Jetzt kommen Sie wieder zu den Wohnungen, die es schon gibt. Herr Pronold muss auch noch darauf antworten dürfen. Wie schaffen wir einen neuen Wohnraum? Nun, es geht darum, dass man in den jeweiligen Städten sich anschaut, wie bekommt man bezahlbaren Wohnraum hin. Das hat was zu tun, auch mit der Baulandpolitik, was die Kommunen machen, was aber auch zum Beispiel der Staat macht. Wir haben zum Beispiel die BIMA hier vom Bund, die Liegenschaften verwaltet. Wenn wir bezahlbaren Wohnraum wollen, müssen wir auch dort Grundstücke zur Verfügung stellen, die ein Konzept haben, die nicht nur nach dem Höchstpreisverfahren verscherbelt werden, sondern wo es darum geht, dass man vernünftige Wohnprojekte, zum Beispiel auch altengerechtes Wohnen, das Zusammenleben von Menschen, dass wir das entsprechend fördern. Deswegen braucht es ein Bündnis, wo man sich konkret dafür und darüber unterhält, was man tun kann. Und ich bin auch dafür, die Mittel des sozialen Wohnungsbaus zweckzubinden. Das ist bisher unterlassen worden, aber Schwarz-Gelb regiert und hat es unterlassen.